nächste Vortrag von Gerhard Schrabal, spielerisches Lauf entdecken, das Abenteuer der Nähe. Bitte schön, Gerhard. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hier vorne sind noch Plätze, also ihr müsst euch nicht alle nach da hinten begeben. Ich raufe nicht. Es ist völlig ungefährlich, weiter nach vorne zu kommen. Ja, mein Name ist Gerhard Schrabal, auch bekannt als der Kuschelmeister. Das hat den Hintergrund, dass ich vor über 10 Jahren mit dabei war, als so die ganzen Kuschelpartys in Deutschland entstanden sind und in München da die Szene mit aufgebaut habe. Da wurde mir seinerzeit der Ehrentitel der Kuschelmeister verliehen. Ja, zum Thema Kuscheln habe ich auch ein Buch geschrieben. Das heißt Kuschel dich glücklich, die heilende Energie von Kuschelpartys. Ist ein ganz spannendes Thema, über das ich heute nicht spreche. Oh. Ich werde stattdessen über ein anderes Thema sprechen, was mich schon doppelt so lange beschäftigt. Schon seit über 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Raufen. Und auch über das Thema Raufen habe ich ein Buch geschrieben. Das ist letztes Jahr erschienen, Raufen für Erwachsene, spielerisches Balgen als Selbsterfahrung. Bei Kamphausen erschienen. Ja, spielerisches Raufen, was ist das? Und da, genau beim Kuscheln, brauche ich meinen Freund Cäsar. Der kann es nämlich viel besser erklären. Weil nämlich sowohl das Kuscheln wie das Raufen ist eine Sache, die sehr viel mit jungen Hunden zu tun hat. Also das Kuscheln, wo sie so beisammen liegen in einem großen Haufen, in einem Korb. Und das Raufen sowieso, wenn sie da so umeinander springen und sich balgen auf der Wiese. Diese Art von Raufen ist da gemeint. So wie mein Freund Cäsar das ganz gut kann. Und der ist immer so das Symboltier für beides. Es geht also beim spielerischen Raufen für Erwachsene, geht es nicht um Gewalt, es geht nicht um Sport, nicht um Wettkampf, all die Dinge, die vielleicht so im Kopf sind. Nein, das ist es nicht, es ist das spielerische Balgen, wie es manche von uns als Kinder schon gehabt haben, bis kleine Katzen tun, kleine Hunde, diese Art von spielerisch miteinander umgehen. Ich habe das angefangen 1996 in München am Verringersee. Da haben wir dann im Sommer immer so Samstagnachmittag, das nannten wir damals Rauftreff, gehabt, wo Leute zusammengekommen sind, völlig zwanglos am See gesessen sind, gepicknickt haben, in der Sonne gelegen und zwischendurch ein bisschen gerauft. So ging das los. Und dann haben wir gemerkt, Mensch, da steckt eine ganze Menge drin. Und dann kamen Leute dazu, die auch professionell damals schon als Coaches tätig waren, als Trainer tätig waren, die gesagt haben, Mensch, da steckt so viel drin, da können wir was draus machen. Das hat dann dazu geführt, dass wir 2004 die Raufakademie gegründet haben in München. Raufakademie München. Übrigens ist meine Freude, die Josephine zu begrüßen, Trainerin in eben selbiger Raufakademie. 2005 haben wir dann eine Rauf- und Kuschelparty ins Leben gerufen, die diese beiden Elemente Raufen und Kuscheln verbindet. Beide Institutionen gibt es auch noch und die kann man bei Google finden, wenn man sie suchen möchte. Ja, und dann habe ich irgendwann die Anja kennengelernt. Das bin ich. Und ja, genau, sie wollte ein Amazonen-Coaching aufsetzen. Da dachte ich, also Amazonen-Coaching ohne Raufen geht nicht. Wir müssen unbedingt das Thema Raufen reinbringen. Und diese Idee ist auf fruchtbaren Boden gefallen, ist schon ein paar Jahre her. Und in der Folge haben wir dann eine ganze Reihe von Rauchworkshops miteinander gemacht. Und so kam es, dass ich dann letztes Jahr auch bei den Beziehungsspielen mit dabei war.
In Klammer, also Klammer auf, nachdem Anja jetzt das nicht mehr macht mit den RAUF-Workshops, suche ich, vorerst suche ich jemanden, der gerne sowas machen möchte, weil alleine mache ich es nicht. Und wenn sich jemand angesprochen fühlt, können wir ja gerne nochmal darüber sprechen. Also du sprichst von der Organisation? Ich spreche von dem Miteinander machen, so wie wir es ja auch miteinander gemacht haben. Mhm. Wobei, wie das im Detail aussieht, das muss man dann sehen. Aber also da wäre eine Stelle zu besetzen, sozusagen. Ja, genau. Dann, was wollte ich sagen? Ah ja, Beziehungsspiel. Ja, also bei dem letztjährigen Beziehungsspiel habe ich einen Workshop gemacht zum Thema Raufen. Und ich habe da mit dem Axel zusammen einen Flirt-Workshop gemacht. Wir haben einen Flirt-Workshop für die Männer dieses Beziehungsspiels gemacht, während die Frauen eine noch etwas andere Sache mit der Charlotte gemacht haben. Ja, und es hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich habe mich erinnert gefühlt, ich habe das schon mal angefangen gehabt, das Thema Flirten, das ist schon noch eine Weile her. Das ist nie so richtig aus den Startlöchern gekommen, aber es ist im Grunde auch mein Thema. Und ich würde auch gerne Flirt-Workshops machen, aber auch Axel sagt, er macht nichts mit mir. Deshalb, wir sind uns da einig. Also wer da Ambitionen hat, stehe ich gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Aber das nur am Rande, das ist sozusagen die Vorrede für das, worum es eigentlich geht hier. Weil das Thema ist ja Raufen und Beziehung. Das Ganze ist ja hier ein Oberthema Beziehungsspiel. Also ist die große Frage, was hat Raufen eigentlich mit Beziehung zu tun? Und da würde ich jetzt gerne dann drei Thesen in den Raum stellen, wo ich sage, so ist das aus meiner Sicht. Da können wir dann gerne auch drüber sprechen, wie das aus eurer Sicht ist. Ich bin auch neugierig, was eure Erfahrungen mit Raufen sind. Da so können wir dann Diskussions- und Fragerunde machen. Und dann habe ich am Schluss noch ein Video dabei, das sind so ungefähr 4-5 Minuten. Das haben wir gedreht, das ist zwar 2003, sowas in der Kante, zu dem Thema Raufen. Und da gibt's, also es gibt ein längeres Dokumentationsvideo und es gibt einen Trailer. Das Dokumentationsvideo tue ich euch jetzt nicht an, aber den Trailer könnt ihr mal angucken. Das sind diese 4-5 Minuten. Das wäre dann der Abschluss und dann ist es von meiner Seite auch dann beendet. Ich stehe dann hinterher noch zur Verfügung, wenn ihr das gerne vertiefen möchte. Das wäre so ganz grob der Ablauf. Den ich mir vorstelle. Also, Raufen und Beziehung. Warum, wieso, weshalb? Und da habe ich drei Thesen. Das erste ist diese Frage, wie finde ich den Richtigen? Den ganzen Tag eigentlich schon im Raum steht, wie finde ich den Richtigen? Und meine erste These heißt, nirgendwo sonst lernst du jemanden besser kennen, schneller, intensiver und wahrhaftiger als beim Raufen. 5 Minuten raufen und du weißt, mit wem du es zu tun hast. 2 Stunden Gespräch bringen das nicht. Warum ist das so? Weil beim Raufen schaffst du es nicht, deine Maske aufrechtzuerhalten. Und der andere auch nicht. Also es begegnen sich 2 Menschen wirklich so, wie sie sind. Und das eröffnet die Möglichkeit, auch mal zu gucken, ist das eigentlich irgendwie miteinander verbindbar, also passen wir wirklich zusammen, kann man nirgendwo sonst so gut rausfinden, wenn man braucht. In 5 Minuten weißt du das, ob der passt oder nicht. Und es gilt natürlich nicht nur für den anderen, es gilt auch für dich selbst. Also für mich ist Raufen immer Selbsterfahrung. Du lernst nicht nur den anderen kennen, du lernst auch dich selbst kennen. Der gleiche Grund, du schaffst es nicht, die Maske aufrechtzuerhalten. Mit ein kleines bisschen Anleitung kommst du sehr schnell dahin, wo deine wirklichen Themen sind. Weil es wird offensichtlich.
Also jeder sieht's und du siehst's auch. Und dann kann man es nicht mehr wegdiskutieren. Man kann nicht mehr das beschönigen und sagen, ist ganz anders und so. Es wird offensichtlich, du siehst es und du hast dann auch die Möglichkeit, und das ist der große Witz bei diesen ROF-Workshops, du hast die Möglichkeit, es sofort zu verändern. Du kannst sagen, okay, gerade eben habe ich so gemacht, beim Haufen. Und im Leben machst du es ja genauso. Die Verhaltensweise, die du in deinem Leben zeigst, ist ja die gleiche, die du beim Haufen zeigst. Nur viel offensichtlicher, viel klarer, weil es diese elementare Verhaltensweise ist. Im Leben sind es noch 20 andere mit dazu, aber beim Raufen ist es diese eine, die grundlegende Verhaltensweise, die wird sichtbar. Die siehst du, du kannst dir reflektieren, möchte ich das eigentlich so machen oder nicht. Und manchmal ist es dann so, dass wir das anders machen möchten und wir können es dann auch gleich anders ausprobieren. Wir können sagen, okay, jetzt gehe ich es nochmal an und mache es anders, weil es so einfach ist. Also Dinge, die im Leben ganz kompliziert sind, mit unglaublich schwierigen Situationen, mit dieser ganzen Komplexität, die so ein Leben mit sich bringt, ist ja beim Raufen ganz einfach. Da ist diese Person und da bin ich und mehr ist da nicht. Und jetzt machen wir was zusammen. Eine ganz einfache Situation, ganz übersichtlich, man sieht alles. Man kann Dinge verändern. Und dann kannst du sehen, okay, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Du kannst es wieder verändern, bis du was gefunden hast, das für dich funktioniert. Und jetzt natürlich willst du es nächste Woche auch im Leben anwenden, vielleicht. Und jetzt kommt der zweite große Trick beim Raufen. Du hast es schon gemacht. Viele kennen das vielleicht, ich war im Seminar, ich komme nach Hause, am nächsten Montag gehe ich in die Arbeit und es hat sich nichts geändert. Beim Raufen hast du es aber körperlich schon mal gemacht. Das heißt, du weißt, es funktioniert. Du hast dieses tiefe, in dir sitzende Gefühl, auf der körperlichen Ebene funktioniert das. Und wenn du damit Montag in die Arbeit gehst, hat sich wirklich grundlegend was geändert. Ganz, ganz elementar. Das war die erste These. Geht über Beziehungen weit hinaus, aber Beziehungen natürlich ist das Gleiche. Also das, was da funktioniert, auf dieser ganz elementaren Ebene, hat gute Chancen auch in einer vielleicht später darauf aufbauenden Beziehung zu funktionieren. Weil du musst dich nicht damit aufhalten, was erzählt er dir, du spürst es direkt, was für ein Mensch ist das. Das Zweite hängt damit zusammen, ich sage, es gibt wenig Möglichkeiten, einem Menschen so schnell so nahe zu kommen, wie man braucht. Also wenn ich manchmal sehe, was für Verrenkungen Leute machen, um jemand anderen kennenzulernen und vielleicht mit dem dann irgendwie nach langem Reden doch auch noch Kontakt und so und ganz schwierig, und man muss sich dreimal treffen, so man sich die Hand geben darf, und gibt's alles nicht. Wenn man 5 Minuten auf der Matte war, ist Nähe da, ist es körperliche Nähe da, ist das Vertrauen da, weil wir haben gehofft und es ist nichts passiert. Wir haben uns nicht wehgetan, wir haben uns sexuell nicht belästigt, wir haben all das nicht getan. Das heißt, ich kann diesem Menschen vertrauen, ich kann mit dem jetzt zum nächsten Schritt gehen, wenn ich das will. Aber ich weiß, ob ich das will, weil das fühlt sich gut an oder nicht. Der riecht gut oder nicht. Ich kann mir dieses ganze Vorgeplänkel können ersparen. Du weißt jetzt, okay, der ist interessant. Mit dem möchte ich doch mehr ausprobieren. Oder nee, um Gottes Willen, mit dem nicht. Ist ja auch legitim. Dann weiß man es aber. Die 3 Wochen Nacharbeit kannst du ersparen, weil du weißt schon, wo es hinführt. Dass das, was dann kommt, nicht mehr interessant ist. Wenn ihr dann vielleicht eine Beziehung habt, kommt das Nächste. Gibt es Konflikte? Es gibt in jeder Beziehung Konflikte, es gibt Probleme, es gibt Themen, weil ja wir alle Menschen sind und jeder seine unbearbeiteten Themen mit sich rumträgt. Und wenn jetzt so ein Elefant im Raum steht, ne, da ist was, vielleicht haben wir uns angeschrien, keiner weiß warum, ist mein Tipp, rauft es aus. Es geht nicht darum, wer gewinnt. Ganz wichtig, nicht darum, wer gewinnt. Wir raufen jetzt nie ums Gewinnen. Es geht immer darum, dass ich mir was bewusst mache, dass wir zusammen rausfinden, was ist eigentlich unser Thema. Und da behaupte ich, es wird sichtbar werden beim Raufen, was eigentlich euer Thema ist. Also GFK ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie so der sanfte Weg, den Konflikt zu heben. Aber ich sag mal, Raufen geht schneller.
Und dann weiß man, was es ist. Und wenn man so weit ist, dass man immer noch das Vertrauen hat zu raufen und jetzt sieht, was es ist, kann man auch dann natürlich sich darüber kommunikativ austauschen. Also das Gespräch dann suchen auf dieser Basis, dass wir es beide gespürt haben, was da ist. Ja, und der letzte Punkt ist, warum ist es gut und wichtig zu raufen? Es macht wahnsinnig viel Spaß. Und wenn es der richtige Partner, die richtige Partnerin ist. Okay, danke. Also, danke. Kannst du die Tür zumachen? Oder? Ich fühle mich jetzt ein bisschen überstimmt hier. Okay. Ja. Ah, ist der Raum hier? Okay. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Nebengeräusche. Ich kann es leider nicht ändern. Ich werde versuchen, noch lauter zu sprechen. Nimm deine Stimme. Ja. Also ich habe da jetzt Fragen kommen gleich. Fragen kommen. Ich bin gleich fertig. Wollte diesen letzten Satz aber noch sagen, das ist mir wichtig. Also man hat zusammen Spaß. Das ist immer eine gute Basis, um dann weiter zu flirten oder was sonst zu machen. Und wenn man sagt, nee, das ist doch nicht der Richtige oder ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, hat man zumindest zusammen Spaß gehabt. Und das Zweite ist natürlich, Raufen aufgrund der Nähe kann auch sehr erotisch sein. Also mit dem richtigen Partner oder der richtigen Partnerin ist es interessant. Also da kann dann auch sehr schnell mehr werden, weil das ja schon die ganze Nähe schon da ist. Ja, das wären meine Ausführungen zum Thema Raufen und Beziehung. Und wir haben jetzt ein paar Minuten, wo ich euch einladen möchte, eure Fragen zu stellen oder Erfahrungen zu berichten. Ich bin neugierig natürlich. Also meine erste kam zuerst, wie ist es mit der Verletzungsgefahr? Weil ich habe das schon oft erlebt, auch als Kind oder Jugendliche, einer hat dann plötzlich gestört oder irgendwas war. Ja? Und das, also für mich zum Beispiel ist es zu massiv. Ja. Ich merke sofort, es war das, will ich nicht. Ja, ist okay. Ja? Also, wenn du das Gefühl hast, das ist nicht für dich, bin ich der Letzte, der dir sagt, du musst das machen. Es ist absolut legitim zu sagen, nö, will ich nicht. Vor allem ist es legitim zu sagen, mit dem will ich oder mit der will ich das nicht. Also man darf da selektiv sagen, das ist gar keine Frage. Das muss schon passen. Ne? Und Augenblick, wenn du jetzt sagst, nee, ist es für mich überhaupt nicht, ist das völlig okay. Möglicherweise kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, hey, vielleicht will ich es doch mal probieren. Und dann ist der Zeitpunkt für dich gekommen. Aber nichts zwingen und überstürzen, nicht gar nicht. Verletzungsgefahr ist, wenn man es richtig macht, sehr gering. Das kann ich noch sagen. Also generell stehen diese Kampfsportarten in meinem Ruf, verletzungsanfällig sind, das stimmt nicht. Verletzungsanfällig sind andere Sportarten viel mehr. Also ich habe hier... Das ist vom Fahrradfahren, ne? Das ist nicht vom Laufen. ich hab ein kaputtes Knie, das ist vom Volleyballspielen. Also da liegen die wirklichen Gefahren. Das Raufen ist völlig harmlos, da passiert nichts Schlimmes. Wenn man es bewusst macht. Ja, das ist nämlich der Punkt, weil also ich komme aus dem Kampfsport, 17 Jahre Kampfsport. Und ich habe es dann erlebt, dass die Männer dann so in ihrem Adrenalinrausch sind und nicht aufpassen. Ja. Und deswegen will ich da mit Männern im Grunde nicht rangeln, weil. Also Thema Busen zum Beispiel auch, oder also das ist, also wirklich, wenn da keine Bewusstheit da ist und ich spüre es beim anderen, dann höre ich sofort auf. Also Judo ist ein Wettkampf und Raufen ist bewusst kein Wettkampf. Das sage ich immer wieder dreimal, bis es der letzte Verstand hat. Raufen ist kein Wettkampf, es geht nicht ums Gewinnen, ganz wichtig. Es geht darum, dass man gemeinsam eine Erfahrung macht. Und das ist vielleicht die Antwort auf die Frage. Es geht ja, fast nur bewusst. Bewusstheit da ist, wunderbar. Entschuldigung, das darfst du. Der Tun steht da dran. Wir haben hier Raufen so, als die andere das erste Mal gesagt hat, das war das erste, wenn ich mal so gemacht habe, und ich bin besonders neugierig. Ja. Gibt es da auch Regeln? Also, Regeln, wo ich sage, oh ja, Achtsamkeitsregeln. Ja, natürlich. Also es gibt beim Raufen Regeln, ja. Aber nicht wie beim Judo, sondern ganz einfache. Ja. Also, es geht nicht darum zu gewinnen. Es ist auch nicht, das ist auch völlig egal, wenn du verlierst. Also beim Judo ist immer diese Dynamik, der Status, also wer gewinnt, hat einen höheren Status. Das ist beim Raufen nicht, weil es gibt nichts zu gewinnen und zu verlieren.
Also du darfst verlieren, das ist völlig okay. Und du passt auf dich selbst auf und auf den anderen. Und wenn jemand stoppt, sagt er Stopp. Und das sind so die wesentlichen Regeln. Es ist natürlich alles zu unterlassen, was wehtut und was unangenehm ist. Und also das ganze Thema Hebeln und Würgen, was beim Judo so aktuell nichts gibt es alles nicht. Wir gehen achtsam miteinander um und es geht im Grunde darum, dass wir zusammen was machen. Es hat viel mit diesem Tanzen zu tun, was Giselle uns gezeigt hat. Also wir machen was in Kontakt. Hier so viele. Also ich habe ja auch gelaufen. Also auch schon vorher auf Akademie, ich habe schon genug Gründe. Das hat mich schon ein bisschen als Geschwisterreihenfolge herausgefordert worden, habe ich aber nur noch verloren, weil ich nicht gewohnt. So, und also ich habe auch Akademie dazu noch zu sagen, also wir haben noch mehr Regeln eigentlich, also wir haben immer Matten aufgelegt und dann. Ja, eigentlich aus dem Kniestand heraus. Also das ist nochmal, glaube ich, also finde ich jetzt als Frau gesehen nochmal ganz wichtig, wir stehen nicht. Und ich glaube, im Stehen hat man als Frau vielleicht auch noch mehr Hemmungen. Also wenn ich aus dem Kniestand heraus, also Knie auf den Matten, und es geht immer auch um das Kontaktaufnahme zueinander erstmal und das achtsame Laufen sozusagen. Also dass er, der Gerd gesagt hat, Spaß und Vergnügen zusammen zu haben und auch, dass die Frau in die Kraft kommt. Mhm. So, und das ist eigentlich das auch das Wesentliche. Und dass man in diesem Raufen auch übt, das ist auch eine Anleitung in diesem Raufakademie oder Raufwirtschaft, in die Kraft zu kommen, mit dem ganzen Körper, nicht nur Hirn, sondern auch mit dem Becken zu arbeiten, mit dem ganzen Körper. So, und das versuchen wir zusammen. Also dann rumzukullern und wirklich auch die Freude zu haben, natürlich in jeder Zeit Stopp sagen zu können, um mehrmals zu üben, weil das ist genau das, wenn man einmal jetzt gewürgt und sagt, oh Gott, nicht, ich kenne das auch, ne? Trust, oder die Angst kommt wieder, aber da nochmal die Möglichkeit haben, einen Partnerwechsel auch zu haben und dann sagen, ja, probiere es jetzt nochmal und ich kann vielleicht was verändern sofort. Ja, sofort kann ich es ändern oder mit einem anderen probieren und sagen, ich will das und das jetzt bewusst probieren und dann aus dem wieder was Neues herauskommen. Danke. Danke. Da hätte ich genau die Frage, mich hat das nämlich vorhin auch sehr neugierig gemacht, dass du beschrieben hast, ja, dann begegnet sich da an diesen Mustern und den Maskenfallen und ich merke vielleicht, was ich im Leben auch vielleicht, wo ich nicht so voll in Kontakt gehe, wo ich vielleicht mit Hemmungen oder irgendwas so in Kontakt komme. Und wie komme ich von dem, dass ich damit konfrontiert werde und vielleicht das körperlich mitkriege, wo bleibe ich vielleicht nicht dran oder so, wie komme ich dahin, in ich mache es anders, also, dass ich nicht in das kippe, oh, ich werde total frustriert dadurch, dass ich merke, dass ich das Muster, wie geht es in deinen Workshops, dass da was Neues kommt? Das Muster bildet sich aber auch auf dem körperlich ab. Also wenn du zum Beispiel versuchst, Dinge auf den Weg zu gehen, dann tust du beim Raufen ja auch den Gegner aus dem Weg gehen. Du tust rein körperlich zur Seite ausweichen. Und das ist ganz einfach, du tust mal nicht ausweichen. Du gehst mal wirklich schnurstracks nach vorne, statt zur Seite. Und reflektierst du das mit einem oder mit einem? Das kann man ein Stück weit reflektieren, nicht in der Tiefe natürlich, weil das wäre ja dann nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber du kannst ganz praktisch mal dieses neue Verhalten ausprobieren. Das ist das Schöne beim Raufen. Du hast diese ganze Komplexität außenrum nicht. Ja. Du kannst einfach diese Verhaltensweise, die du hast, körperlich mal anders ausprobieren. Ohne dass du die ganze Tiefenpsychologie da anschmeißt. Du kannst einfach sagen, okay, bisher habe ich es immer so gemacht. Jetzt mache ich es mal so. Ganz körperlich. Und das ändert ganz viel, ohne dass wir in die Ursachenforschung einsteigen. Warum dieses Verhalten so ist und welche Traumata eine Rolle spielen, welche Beziehungsprobleme, das könnte man alles untersuchen. Lohnt sich vielleicht noch, aber es ist nicht das Thema, sondern es geht darum, ganz körperlich, okay, mach's mal anders. Wenn du auf die Idee kommst, das anders zu machen, weil es in mir drin ist, dann ist der Workshop dafür da. Du sozusagen, hey, probier doch mal das. Genau, das ist die Aufgabe des Trainers oder der Trainerin, sagen, mach's doch mal so. Ah, ja.
Oder, wobei, häufig sagt es auch niemand von uns, sondern sagt der Teilnehmer, lauf mal mit mir, ich sehe dich gar nicht laufen, du weichst immer aus. Mhm. Also es muss gar nicht von der Leitung ausgehen, sondern das kriegst du häufig auch von deinem Gegenüber dann mitgeteilt. Mhm. Bei denen kommt es auch komisch vor. Die kommt hier auf den Raufwirtschaft, zahlt ja auch Geld dafür und Zeit und alles, und dann rauft sie ja. Ein. Ja, also die Erfahrung ist, wenn ich da noch ein kurzes Anmerken darf, sobald das ganze Verbale mal weg ist, du bist wirklich auf der körperlichen Ebene, ist wieder ein Tanzmann oder andere in der Atemarbeit. Du musst beim Rauchen mehr atmen auch. Das habe ich jetzt auch mal wieder kapiert. Und durch das mehr Atmen, dass du wirklich in der Situation nur mit deinem Körper beschäftigt bist, passiert genug. Und je mehr du in das Rauchen, Balken reinkommst, umso mehr reagiert nur der Körper und deine Sinne. Und dann merkst du schon. Ja. Meistens ist es dann ganz normal, dass auch sogar sich was lockert, dass die Stimme mal kommt. Also das ermutigt ja mehr wirklich mal den Ausdruck zu geben. Ich glaube, meine Angst ist so ein bisschen, wenn ich in ein Muster komme, wo vielleicht ich irgendwann mal kollabiert, wenn so ein Kollaps ist, wer hilft mir über die Schwelle, dass ich nicht praktisch dann wieder in das voll aktivierten Körper nochmal in die Erfahrung Kollaps gibt, gerade wenn ich vielleicht rauche und eher die unterlegene Körperkraft und so, also praktisch in so ein, es hat ja keinen Sinn komme. Wie hole ich mir sozusagen die Kraft, um zu merken, doch, es hat auf jeden Fall Sinn und bleibt in meiner Kraft. Könnte die Anja, glaube ich, am besten beantworten. Ich habe auch gerade an diese Situation gedacht, die wir hatten. Also das war ja sozusagen in einem Zweier-Setting, ne? Weißt du das? Ja, ja, genau. Ja. Also ich hatte da das Thema, ich bin ja mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen und da war natürlich auch viel Kissen und immer und immer Wärme und auch Nahens und irgendwo auch eine Mut, aber ich konnte das nicht richtig ausleben. Da war der Moment, als der Gärtner sagte, jetzt geh mal wirklich rein in diese Kraft und überwinde jetzt mal so diesen Gedanken, ich schaffe das eh nicht, die anderen sind stärker oder so. Und dann ist auf einmal, natürlich war Vertrauen, ja, da, und da war, in dem Moment habe ich irgendwie Kräfte mobilisiert, wo ich dermaßen berührt war davon, dass das in mir schlummert, das wusste ich schon, aber dass das dann so, das war wie ein Befreiungsschlag. Und klar, wir haben über das dann auch geredet, weil ich habe auch geweint und ich war einfach sehr berührt, weil ich da ja was zurückgehalten habe. Aber diese Kraft hat mir ja dann wieder gezeigt, hey, es ist ja alles da. Ja? Und es geht nur darum, dir das zu erlauben. Und da gehst du erstmal durch so einen Nadel da durch. Und wenn das dann da ist, dann ist es, es gibt dir ja neues Vertrauen in deine eigene Kraft und auch ins Gegenüber. Ja. Ja. Also ich würde jetzt gerne die Diskussion beenden, auch aus Zeitgründen. Wer sich dafür aber interessiert, dem möchte ich mein Buch empfehlen. Da steht eine Menge drin, auch ein Beitrag von Anja übrigens, wo halt das Thema Raufen und was man damit machen kann, was man für Erfahrungen machen kann, wo die Probleme liegen und wie man sie löst, steht alles hier drin. Ja. Ich kann mir vorstellen, weil wir ein Unternehmen arbeiten, Konfliktcoaching. Das wäre doch super, wenn wir mal das auch mal so einer körperlichen Ebene lösen können. Ja. Ja, ja. Firmen. Ja. Ja, bei Firmen. Oh. Also ich arbeite in Firmen und ich sage dir, das sehe ich noch lange nicht. Das sehe ich noch lange nicht. Also die Idee gibt es schon seit. Die Idee, das in Firmen zu machen, gibt es seit über 10 Jahren, aber das ist weit in der Zukunft. Möchtest du dann das Video noch fahren oder nicht? Gut, dann machen wir es nicht. Dann haben wir leider keine Zeit mehr. Ja. Dann. Also ich glaube, das. Ja, dann ist gut. Ihr habt das Zeitmanagement. Dann. Ja, ich glaube, um 17 Uhr ist der nächste Kurzweil. Gut. Das ist schon. Schluss jetzt. Ja. Gut. Ja.